Und willkommen zurück zu Nier Automata. Stimmt, das ist doof. Zerstört worden. Weil es nicht so cool ist. Ich stelle mir die Karte. Nee, ich habe einen Punkt markiert. Stimmt, ich wollte doch bei den einen Typen investieren. Aber ich habe ihn aus Versehen getötet. Wie viel Geldmittel habe ich nochmal? 50.000. 50.000 sind gar nicht so wenig. Okay. Er ist immer noch weg, weil ich das mal wohl. Ja. Ich hab gehofft, wenn es mal lädt, dass er dann wieder da ist. Sieht auch nicht so aus. Stimmt, ich muss zur Fabrikgelände. Ja, jetzt kommt alles wieder. Da muss es nur um 5 Minuten spielen. Okay. Dann nehmen wir uns auch gleich schon den Transporter, der davon irgendwo ist. Moment, aber bevor ich das mache. Ich habe mich das letzte Mal gefragt, oder nicht das letzte Mal genau, aber. Diese Emil-Quest-Reihe. Gibt zwei, meine ich. Auf jeden Fall die, die mich hier runterführt bei dem Einkaufszentrum. Vielleicht muss ich einfach zum Einkaufszentrum laufen. Da müsste eine Mondträne sein, meine ich. Und so ist denn der Fahrstuhl. Wir gucken einfach mal. Okay, nee. So. Denn Emil lässt den dann da irgendwann mal runter. Das will ich unbedingt machen. Ich meine, bei Emil zu Hause vorbeischauen, das machen wir auch noch. Vielleicht muss ich doch da runter. Nee, das habe ich viel später gemacht. Die Questreihe schon erledigt gehabt. Oh, da ist es zum Hacken. Okay. Lass uns mal kurz oben gucken. Da ist nur eine Kiste. Ich brauche auch irgendeine Mondträne einfach nur. Ja, ich weiß gerade auch nicht, auf die Schnelle wohin ist. Also im Wald, ja, in einem Moment. Im Wald auf jeden Fall. In der Wüste gibt es eine. Am Hafen. Und diesen riesigen Fischkampf da unten, ne? Wo noch? Ich hab die Spots vergessen, ne? Ich bin schon so oft an welchen vorbeigelaufen. Oh. Ich habe die Chance noch ein bisschen zum Level nutzen nebenbei. So, wir müssen hier runter. Können wir das ein oder andere noch mitnehmen? Nehmen wir die kleine Erholung mit. Okay, sie wollen immer die Graf für den König. Ich meine, kann man überstehen vielleicht? Ich müsste meine Pots im Leben aufwerten. So. Maschinenkern. Wichtig. Perfektes Kabel. So, schaffe ich dafür richtig. Hier ist eine Höhle, richtig. Ich habe eine Waffe gefunden. War hier eine Mondträne drin? Irgendwo hier an der Klippe, sag ich mal. Nein, ich will jetzt nicht reiten. Eine Ewigkeit später.
Ich dachte wirklich hier drin. Irgendwo. Da oben vielleicht. Dass ich das irgendwo hochspringen muss. Nee. Hm. Ja, gut. Keinen Spaß haben, noch hier runterlaufen. Abkürzung. Okay. Oh. Gebt mir all eure Erfahrungspunkte. Okay, die schweren Angriffe sind gar nicht mal so schlecht. Machen ganz schön gut Schaden. So. Das ist eine Kiste. Wir könnten mal der vorlaufen, mal Spaß halber. Ja, ich bin. Komm mal ein Stück. Ah, verdammt, ich hab so viel gedrückt. Das Ausweichen. Den hab ich jetzt doch noch aufgehalten. Ich weiß nicht, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Ja, muss aber questbedingt mal hier runter. Hier liegen kaputte Maschinen. Angriffladen erhalten. Frank hat schon 47. Ich sehe zwar nicht viel, aber... Okay, der eine ist weg, der andere auch. Perfekt. Beste Gierung. Baumsaft. Kein Maschinenkern, schade. Pflanzensaat. Okay. Sieht man nur die Brücke? Ja. Weil die Maschinen sind ja einfach runtergesprungen. Nichts durch. Oh, noch eine Waffe. Weil die keinen Sinn in ihrem Leben sahen. Und die wollten noch nicht mehr kämpfen. Deswegen sind hier so viele kaputte Maschinen. Ich weiß gar nicht, wer es einem erzählt, aber irgendwer erzählt es immer. Wenn man gleich schon einfach das Spiel hier runterspringt und einfach knapp das fertig gemacht, weil die 30 oder so. Ist mir beim ersten Mal spielen passiert. So, jetzt hab ich schon 13 Minuten hier vertrödelt mit irgendwas. So, ich wollte schon mit der Waffe in der Hand bitte rumspringen. Oh, schon vorbei. Liegt noch was? Toll. Ich komm nicht hoch, jetzt. Okay, eine Mundgrenade habe ich nicht gefunden, wie ich wollte. Ich bin gerade auf unsicher, wo eine auf die Schnelle war. Okay.
Dann machen wir das doch hier schon noch weiter, dass wir irgendwas schaffen hier. Transport. Ruinstadt? Nee, Wüstenlager. Waldgebiet. Fabrik. Ich meine, mein Abstecher hat mir zwei Waffen gebracht. Die ich zwar nicht benutze, aber immerhin. Ein paar Erfahrungspunkte. Und dann habe ich mehr von der Welt gesehen, wo ich schon nie war. Und sonst kann ich auch nie hinkommen. So, ich sage mal der Story weiter. Ich wollte eigentlich bei der Story wieder durchwaschen, aber naja. Pascal, are you okay? Me too. So what exactly happened? I don't know. Some of the villagers just started to feed on each other. If you hadn't come along, I'm sure we would have met the same grim fate. Thank you. So, aber sind die wirklich sicher? Wenn wir jetzt zerstört werden, können wir nicht mehr wieder hergestellt werden. Das ist nicht lustig. Ich glaube, es ist noch ein Ending. Meine ich. Wir werden es gleich herausfinden. Hey, du hast eine tolle Idee. Dabei ging es um die Zerstörung aller Maschinen nicht weiter. Pascal konnte nur voll entsetzen zusehen. Hatte ich Ende eher schon, ich weiß es nicht. Okay, gehen wir mal hin. Okay, wir sind wieder hier. So. Diesmal töten wir aber nicht alle. Kannst du einen doof vorschreiben? We understand that machine life forms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot regenerate our cores. Cores contain the data which forms our self-consciousness. If one is destroyed, there is no way to restore it. We usually store our cores in safe places. But this time, the villagers had their cores destroyed as well as their bodies. Ooh. I see. Ist die Fabrik sicher? It was once occupied by a cadre of fellow machines that had gone berserk. However, 2B took care of that threat. It is quite safe now. We've been using it for storage for some time. All right. Das Problem gelöst. Okay, Information. We're gonna hole up here. I wish we had more info to work with. Proposal. Unit A2 should secure the safety of Pascal and the children immediately. What's the hurry? Haste is predicated on data obtained from the recently restored cross-regional pods network. Wait, there's more of you? Affirmative. Cross-regional data reveals a large number of machine life forms amassing around these ruins. What? Pascal! A2! Hey, wir stehen angreifen. Ja. Sind durchgedrehte Maschinen. Enemy reinforcements are infiltrating the facility. I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you. I will smash them up and kill them. Ich muss da raus, okay. Dann kommt mal alle schön her. Ich kann mich einfach hier ist noch ein Ending. Moment. Lass mal kurz probieren. Ah, hier ist versperrt. Okay, doch nicht. Gut. Dann kommt mal schön hier. Ich sehe zwar nicht viel, aber... Sollte gute Erfahrungspunkte geben, sind echt viele Gegner. Was hat was Köln für eine Kanone? Ich hab eine Idee. Jetzt sollen wir mal losschießen damit. Verbeulte Platte. Defektes Kabel.
Hier oben sind noch mehr. Ich kann das Ding auch benutzen. Damit treffe ich die besser. Ja, mit dem Panzer. Warum ich das Ding immer so selten benutze? Das ist eigentlich viel besser. Panzer, cool, ja, klasse. Ich würde es gerne die kleinen loswerden. Ich muss meine Pot im Ding mal aufhören allerdings. Siehst du mich gar nicht treffen, ist ganz schön. So, die Kleinen bin ich doch fast alle los. Wir müssen unbedingt noch ein paar Dinge einsammeln. Ich werde denke ich danach auch mal gucken, ob ich mich irgendwie aufhalten kann noch. So. Scheint der Eindruck, es macht gar nicht so viel Schaden allerdings. Ruhe, Level up. Wie viel Schaden macht das? 23, ne? Das auch. Ja. Also das macht gegen einen mehr Schaden. Bei anderen muss ich aber halt nicht zielen. Ich mach erstmal trotzdem die Kleinen kaputt. Lässt ja noch irgendwelche Drohnen los? Dann wieder rum. Boah, da hat hinten noch was dran, alles klar. Ja, da lässt er was raus. Okay, das hintere Abteil haben wir zerstört. Jo! Der will mich überfahren. Nein, da hinten könnte man sterben, der Pastole. Oh, beim Stehenden besiegt. Kann ich schon alles einsammeln? Das war ganz cool. Sieht nicht so aus. Oh. They're still coming. They're not able to. I can handle this. Ja, sieht mir noch eine gute Klasse aus. Oh ja. Kann ich schießen irgendwie? Ja, das sieht doch viel effektiver aus. Ja, da schießen einfach alle nieder. Kann ich einfach durchlaufen? Ich nehme an, ich muss die großen Schiffe kaputt machen. Und das ist meine richtige Gurkenklasse.
Hast du auf Level 1 irgendwas? Nee. Oh ja. Willst du Bälle oder was? Komm her. Wer ist schneller? Ah, nein, er war schneller. Verdammter Dreck. Mach ihn fertig. Okay. Bam. Ins Gesicht. Die Schüsse bringen da nicht viel. Sehr ausgeglichener Kampf. Ja, ja, schneller. Ich hätte nicht schießen sollen. Da geht's. Gilt's. Aber schon mehr Schaden. Sehr schön. Ah, ich hab zu spät gedrückt, oder? Gibt noch einen anderen Angriff? Nee, der wollte gerade zu oben schlagen. Moment, das ist ein Streikdrück statt Viereck. Alles klar. Na jetzt. Thanks for the assist. I fear for the children. Let us hurry to them. Ja, alles weg, okay. Ich bin Pascal. Aber ich kann nichts machen. Ich tue läuft hinten ganz langsam. So, auf zu den Kindern. Es dauert ein bisschen. Guck mal, die schlafen alle. Do such a thing. I taught them everything. All my thoughts and emotions. I thought it would serve them well in the future. But instead... How would teaching them lead to something like this? Fear. I don't understand. I taught the children what fear is. I felt they had to know so they wouldn't rush heedlessly into danger. But instead... Fear destroyed them. It caused them to take their own lives. If I knew this could happen, I never would have. A2, I need your aid. I cannot live with this heartbreak inside me. I need you. I need you to delete my memories. And if not, then I need you to kill me. Huh. Ich muss irgendwas machen davon, oder? Ich kann jetzt nicht rauslaufen. I cannot live with this heartbreak inside me. Huh. Initiating hacking to cut off memory circuits.
Okay. Ja, dann mach einfach. Pascal's memories. Understood. Initiating memory deletion procedure. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Ja, okay. All die anderen löschen. Ist jetzt auch nicht so geil unbedingt, würde ich sagen. Nur noch besser als der Tod. Vielleicht brauchen wir die noch irgendwann. So. Die Maschine kann zum Glück so einfach hacken. Ich meine, so kann man einfach Dinge vergessen, die man immer wissen will. Ja, okay. Jetzt müssen wir dein Essen machen. Wird weiter dein Essen unterstützen, sollte mental zu Stefan das richtig überprüfen und bestätigt. Looks like he's awake, Devila. Morning. Slept well, didn't you, 9S? The resistance camp? That's right. You've been unconscious for nearly 2 weeks. A little thank you for saving your butt would be nice. Where's 2B? You know that better than anyone, no? Her black box signal disappeared. Oh. Devila and Popola are rare android models designed for medical treatment and maintenance. Without the bunker, they are the only remaining way for Unit 9S to initiate repairs. Proposal. A word of appreciation is appropriate. Thanks. Yeah, there used to be lots of our models around. Apparently, we were put here to oversee some kind of large-scale system that was in place. Apparently? What does that mean? It means we don't know. All the records from that era have been deleted. Our model kind of went nutso at some point in the past. It ended badly. Most of our kind were disposed of after that, but we were spared. They used us as a sort of control group in order to ensure such a thing couldn't happen again. So yeah, we're lab rats. But at least we get to be here helping out friends. I'd like to think that we're atoning in some way for our past sins. Try not to overdo it, 9S. Okay, gut. Ich meine, die beiden haben mehr oder weniger verkackt und damit die Menschheit ausgelöscht. So, kann ich hier gehen? Aber schon mal sagen, wie es dann weitergeht, sehen wir einfach beim nächsten Mal. Ja, habe ich Mails. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne?